Eine Badewanne auf einen Wannenträger zu montieren hat die Herausforderungsstufe 4 und benötigt etwa 3 Stunden, zuzüglich der Zeit für das Fliesenverlegen. Da du die Wanne öfters bewegen musst, ist es besser, wenn du einen Helfer hast. Die einzelnen Kapitel. Als erstes bereitest du den Raum vor. Dann stellst du den Wannenträger und passt ihn an. Er wird mit Fliesenkleber am Boden fixiert. Anschließend mit Montageschaum am Träger ausrichten. Zum Schluss wird alles verfliest. Um eine Eckbadewanne einzubauen, brauchst du natürlich die Badewanne plus den dazugehörigen Wannenträger, Montageschaum und die Ablaufgarnitur. Der Badewannenbereich sollte abgedichtet sein, bevor du deine Badewanne einbaust. Wie das im Einzelnen geht, erfährst du in der Meisterschmiede Wandfliesen verlegen. Wenn du dein Bad neu machst, sollte die Wand so weit wie möglich gefliest sein. Miss alles genau aus, um sicherzugehen, dass deine Badewanne passt. Am Wannenträger bringst du zunächst Distanzhalter an. Damit hältst du den benötigten Abstand zur Wand genau ein. Schieb dann den Wannenträger, soweit es geht, an die Wand. Eckbadewanne einsetzen. Wenn sie nicht gleich richtig sitzt, gehst du so vor. Markier die Stege der Wanne mit Markierungsspray. Dann Wanne einsetzen, festdrücken und wieder rausnehmen. Jetzt sind die Teile, die gekürzt werden müssen, automatisch markiert. Kontur und Ablauföffnung anzeichnen. Jetzt den Ablauf an die Markierung. Stell dann die Verbindung bis zum Wandanschluss mit HT-Rohren her. Das Gefälle muss 2% betragen, also 2 cm pro Meter. Unterleg das Rohr mit einer Hartschaumplatte oder einem Holzstück. Dann das Markierungsspray auf die Rohre aufsprühen. Positionier dann den Wannenträger auf den Rohren. Jetzt kannst du an den Markierungen die Stege herausschneiden. So passen die Rohre perfekt unter deine Wanne. Jetzt sägst du eine Öffnung, um später am Siphon arbeiten zu können. Dabei schräg sägen. Dann kannst du das Stück später wieder einfach einpassen. Boden aus Estrichelementen musst du grundieren. Ist die Grundierung getrocknet, trägst du Fliesenkleber auf. Ausrichten und mit der Wasserwaage kontrollieren. Überschüssigen Kleber musst du entfernen, besonders in der Öffnung. Jetzt klebst du das Wannenranddichtband auf. Beginn mit dem Eckstück. Dann an den beiden Wannenseiten. Klapp es dann einfach um. Bau die Ab- und Überlaufgarnitur gemäß Anleitung zusammen. Thank you.
Dreh gut zu, damit alles dicht ist. Jetzt Folienstreifen zurechtschneiden und auf den Rand des Wannenträgers auflegen. Wir nehmen hier die Verpackungsfolie des Wannenträgers. Durch die Folie wird die Wanne nicht fest mit dem Träger verklebt und kann bei Renovierungsarbeiten wieder rausgenommen werden. Darauf sprühst du den Montageschaum. Angebrochene Dosenmontageschaum immer leer machen, sonst kann die Dose platzen. Setz nun die Wanne in den Wannenträger. Drück sie fest und richte sie mit der Wasserwaage aus. Mit Fliesenkleber beschweren, damit sich die Wanne durch den Schaum nicht hochdrückt. Wenn der Schaum getrocknet ist, schneidest du die Folien und Schaumreste einfach mit dem Cuttermesser ab. Jetzt die komplette Einbauwanne mit Abdeckfolie abdecken. Streich jetzt die Wand über der Wanne nochmal mit Flüssigabdichtung. Klapp dann das Dichtband nach oben und bette es in die Flüssigabdichtung mit ein. Das Schallentkopplungsband klebst du auf den Wannenrand. Als letztes überstreichst du das Dichtband einmal mit Flüssigabdichtung. Wenn alles getrocknet ist, nimmst du die Folie wieder ab. An der Abflussöffnung der Wanne den Dichtring einsetzen. Dann den Siphon mit Ablaufventil von oben verschrauben. Am Überlauf das Überlaufinnenteil verschrauben. Setz dann die Abdeckung auf das Ablaufventil und teste die Funktion durch Drehen am Drehrad. Öffnung zum Schluss mit Silikon verkleben. Um die Wanne nicht zu beschädigen, schützt du sie mit einer Folie bzw. Pappe. Fliesenkleber anrühren. Platten auf Maß schneiden. Und mit Fugenkeilen ausrichten. Trag zuerst mit der glatten Seite der Kelle Dispersionskleber auf. So dringt er tief in die Poren ein. Dann noch eine Schicht aufbringen und mit der normalen Zahnung durchziehen. Jetzt die Fliesen ins Kleberbett. An der Oberkante bündig mit dem Wannenträger abschließen. Auf der Deckfläche müssen die Fliesen unterm Wannenrand enden. Schneid sie dir dazu zunächst mit einem geraden Schnitt zu. Die Fliese überstehen lassen und hinten die Rundung mit dem Zollstock übertragen. Rechne bei deinen Maßen das Dekoprofil vorne an der Ecke mit ein.
Mit Glasschneider und Fliesenzange ausschneiden. An den Ecken müssen die Fliesen auf Gehrung geschnitten werden. Zeichne dazu Parallelen zur Wandträgerseite. Dort, wo die Linien sich kreuzen, kommt die Fuge hin. Jetzt musst du die Fliesen in genau diesem Winkel zuschneiden. Nimm dir dazu eine Schmiege zu Hilfe. Ein Tipp: Wenn du zuerst eine Seite Fliesen zuschneidest, kannst du die für die andere als Schablone nehmen. Leg sie einfach testweise spiegelverkehrt auf den Träger. Passt. Den Winkel für das Dekoprofil zeichnest du ebenfalls mit Hilfe der Schmiege. Dann zuschneiden. Überprüf, ob das Dekoprofil auch immer bündig abschließt. Als nächstes kommen die Bodenfliesen. Zum Schluss wird verfugt. Die genaue Anleitung zeigen wir dir in der Meisterschmiede Fliesen verlegen. Weitere Tipps und Infos findest du hier in der Linksammlung. Noch mehr Projekte gefällig? Jetzt Hornbach abonnieren und nichts mehr verpassen. Na dann, bis zum nächsten Projekt mit der Hornbach Meisterschmiede.